Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Und dieses Mal möchte ich ein bisschen anders spielen. Ich möchte nämlich, dass unsere Mac ein Ansehen steigt. Das heißt, dass wir irgendwann bzw. später dann hier drauf drücken können und wir dann, meine ich, eine blutige Kleidung bekommen. Das möchte ich probieren. Davor möchte ich jetzt mal hier ein paar Utensilien mitnehmen. Nehmen wir das hier. Moment, Reparaturen. Nein, Sabotage. Reparatur. Nehmen wir mal das hier mit. Oh Gott. Nehmen wir die beiden mit. Genau, erhöht leicht die Sabotagegeschwindigkeit. Puh, das war jetzt knapp. Ich möchte gerne so spielen, dass ich in dieser Runde nur die Haken sabotiere. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. So habe ich noch nie gespielt. Boah, ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt. Denn ich habe gelesen, wenn wir das Ansehen steigern lassen, verlieren wir alle Add-ons, alle Perks, meine ich sogar. Und alle Items, die wir gesammelt haben. Und deswegen möchte ich sie jetzt ein bisschen aufbrauchen und ein bisschen was mit denen probieren. Mal schauen, ob das funktioniert. Und dann im Ansehen steigern. Ich bin wirklich, ich muss sagen, ich bin aufgeregt. Denn, ist mein erstes Mal, dass ich so spiele. Am Rang könnt ihr auch sehen, oder beziehungsweise habt ihr jetzt bestimmt schon gesehen, dass ich jetzt nebenbei schon ein bisschen gespielt habe. Mir ist mal aufgefallen, also das ist immer so eine Glückssache. Ne? Also ich hatte letztens zum Beispiel ein... Also ich habe ja sonst immer gesagt, Killer, die campen, sind schlimm. Aber ich wurde eines Besseren belehrt, sagen wir mal so. Ich hatte einen Überlebenden, also einen Mit-Überlebenden. Ich glaube, das war auch Mac. Und sie war wirklich nicht gut. Sie hing zweimal am Haken, hat jedes Mal die Generatoren verkackt. Und wir haben sie immer alle gerettet. Und dann hing irgendjemand anders am Haken. Ich glaube, eine Claudette war das. Wir haben sie gerettet, aber die eine Mac, also die war nie da. Die war irgendwie nicht anwesend. Man hat sie nicht gesehen. Und dann haben wir sie gerettet und also wir waren wirklich vollzählig, wir waren zu viert. Ich habe, glaube ich, einen Killer abgelenkt oder mal der andere und dann hat jeweils ich oder der andere dann die Claudette, die da hing, oder doch die Claudette, wieder gerettet. So, und irgendwann hing ich am Haken und das Ding ist, die eine, also wir waren dann irgendwann nur noch zu dritt, einer ist schon gestorben und ja, die eine, die Mac, die irgendwie gar nichts gemacht hat, die hat mir auch nicht geholfen. Die kam einfach nicht. Du dachtest, nee, macht sie nicht. Und die hat auch noch nicht mal einen Generator gemacht. Man sieht das ja, ne? Wir hatten noch nicht alle, ich glaube, wir brauchten noch ein oder zwei Generatoren. Ich weiß es nicht mehr. Und die hat nicht geholfen. War ich ein bisschen sauer, bin dann aber auch gestorben, weil wir hatten einen Camperkiller. Also, das mal vorweg. Aber ich dachte schon so, okay, Camperkiller ist scheiße. Das wird bestimmt jetzt richtig schlimm. Aber es war im Vergleich wirklich gar nicht zu dem, was die Überlebende, die Mac, gemacht hat. Denn ich habe dann einfach mal zugeschaut. Die Claudette wurde, aber sie hat noch versucht, mich zu retten. Die andere, ne, nicht die Mac, die Claudette, wurde dann natürlich gefasst, weil sie dann einmal geschlagen wurde. Das zweite Mal, da lag sie. Und die Mac, die hat sich einen Scheißdreck drum. Sie weiß, das war ihr wurscht. Die stand dann an der Luke und hat gewartet, bis sie stirbt. Das war so krass. Das habe ich noch nie gesehen. Die ist noch nicht mal in die hat die Luke gesucht, dann hat sie die gefunden, hat gewartet, bis die Luke sich geöffnet hat. Oh, ich kann mich wieder nicht umdrehen, Moment. So, jetzt kann ich mich umdrehen. Ich möchte erstmal die Haken sabotieren, die am Eingang sind. Boah, ich bin so gespannt, ob das funktioniert. Ich weiß es nicht. Puh, wird interessant. Wäre auf jeden Fall sehr zu befürworten, wenn ich nicht direkt am Anfang sterbe. Wo ist denn der Eingang? Ausgang. Da. Da hinten. So. Okay. Ich werde jetzt auch keinen retten. Oh, das klingt scheiße. Ich weiß, wahrscheinlich werde ich auch nachher geflamed, aber das ist mir egal. Ich möchte jetzt einfach nur sabotieren. Da haben wir einen Haken. Gott, hat jetzt hier nur Jahre gedauert, bis ich den gefunden habe. So, mal gucken. Anscheinend habe ich eine hohe Gebrauchsdauer. Das
geht nur minimal nach unten. Wo ist sie? Ach, da hinten. Okay. Oh, wow. Oh, wow. Ich sabotiere aber echt schnell. Okay, ich hoffe, jemand holt sie. Boah, ich bin so gespannt, was das hier wird. Sag ich euch. Hier haben wir noch einen Haken. So, ich bin wirklich gespannt. Ich hoffe, die anderen... Oh, kann jemand die retten, bitte? Das ist mir auch mal aufgefallen, dass die meisten retten nicht. Oh. Okay, da wurde jemand gefasst. Oh, da haben wir wieder einen Camper-Killer. Das kann natürlich auch sein. Oh, sie wurde gerettet. Okay. Ach, ist das bitter. Haben wir hier irgendwo noch einen Haken? Boah, ich könnte jetzt so schön die Generatoren machen. Ich mach's aber nicht. Ich möchte hier erstmal alle Haken sabotieren. Hier haben wir noch einen Generator. Da hinten ist ein Haken. Sodass er hier keinen mehr kriegen kann. Mal gucken, ob das funktioniert. Fuck. Oh, das war jetzt nicht so gut. Ah, der kommt jetzt bestimmt hier hin. Nicht gut. So, ich hoffe, Mädchen, du gehst jetzt nicht dahin. Lass mich doch den Haken sabotieren. Boah, das geht aber echt schnell. Guckt euch das mal an. Das macht ja Spaß. Wo ist sie? Gut, ich glaube, hier auf dieser Seite habe ich alle Haken sabotiert. Oder? Müsste eigentlich. Oh oh. Wo ist die? Boah, ich bin so aufgeregt. Okay, ich glaube, sie hat... Ach, da rechts geht sie lang. Sie hat einen Fluch gesetzt am Generator. Da ist ein Fluch. So, ich mache den Haken hier weiter. Ich hätte es fast geschafft. Oh, fuck. Oh, ich bin so doof. So, mal gucken, ob sie mich hier irgendwo aufhängen kann. Ich habe das jetzt extra gemacht.
Ja, natürlich, da war ich noch nicht. Oh, natürlich ist hier ein Haken. So, wäre mega geil, wenn ich gerettet werde. Und ich laufe dann dahin. Nee, ich müsste eigentlich dahin laufen. Ich müsste dahin laufen. Obwohl. Mädchen. Okay. Warum rettet mich denn keiner? Hallo? Bitte. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist jetzt hier. Die kommt, die kommt, die kommt, die kommt, die kommt, die kommt. Ich sabotiere mal den Haken. Okay. Uiuiuiui. Dass sie einfach keine Chance hat mehr. Boah, ich bin gespannt, ob das funktioniert. Okay, haben wir hier noch irgendwo einen Haken? Wo ist denn hier der Ausgang? Sobald ich die Haken hier sabotiert habe, kümmere ich mich natürlich um die Generatoren. Da ist der Ausgang. Da läuft sie entlang. Haben wir hier irgendwo einen Haken? Da hinten rechts war einer, aber hier muss auch noch einer in der Nähe sein. Ach scheiße, ist hier direkt der Keller? Müsste eigentlich, ne? Oder? Ja, gut, das ist bitter, ne? Da kann ich jetzt leider nichts ändern. Da ist noch ein Haken gewesen. Scheiße. Shit, den hätte ich vorher... Verdammt, den hätte ich mal sabotieren müssen. Uh-oh. Uh-oh. Hä? Ach, wurde ich das erste Mal schon geschlagen? Nein, ich bin jetzt tot. Nein. Nein. Ja, hat ja gut funktioniert. Ah, scheiße. Ah, daran habe ich gar nicht mehr gedacht, dass ich jetzt tot bin. Ach, Mann. Ich hätte noch... Ach, Mann. Ja, gut. Sowas weiß man dann im Nachhinein besser. Ach, ist das ein Dreck. Ja, da habe ich glatten Rang verloren. Oder? Ist das bitter. Was? Nur so ein bisschen. Ist das dein Ernstspiel? Oh, was? Nein. Hä, hatte ich nicht noch... Eigentlich habe ich doch noch einen Adern mitgenommen, oder? Schade. Schade. Egal. Probieren wir weiter. Also auf der einen Seite... Oh nein. Also auf der einen Seite von der Map. Hier, ich glaube da. Ja, genau. Da sind keine Haken mehr. Ja, bitter. Ich werde jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit drunter gespielt. Ich habe halt das... Ich habe das noch nie gespielt und ich wollte mal was Neues machen. Irgendwas Interessantes, mal was anderes.
Warte mal, bevor wir hier in ein neues Spiel reingehen, mache ich das jetzt mal in Ruhe. So, was haben wir denn hier? Genau, also ich habe gelesen, dass man alle Items verlieren kann. Verlieren wird sogar, wenn man Rang... wie heißt das? Wartet mal, Ansehen, glaube ich. Ansehen, genau. Wenn ich jetzt hier in Ansehen steige, dann verlieren wir alle Items, Addons und vielleicht sogar Opfergaben. Da bin ich mir noch nicht mal so sicher. Aber wir verlieren anscheinend auch Perks. Und deswegen würde ich jetzt einfach, ja, die Items aufbrauchen und die mal benutzen. Weil es bringt uns ja sowieso nichts, wenn wir die dann sowieso verlieren. Was haben wir denn hier? Okay, das haben wir doch vorhin genommen, oder? Ja, das wird jetzt einfach mal eine Runde, wo wir nur... Erhöht leicht die Sabotagegeschwindigkeit. Haben wir denn hier nicht nur für Sabotage? Reparatur? 24 erhöht Leute die Heilungs... Heilung? Aha, nee, das möchte ich nicht. Ja, genau. Und dann mache ich doch nochmal eine Runde, wo ich diesen Schlüssel hier einsetzen möchte. Da bin ich auch... Ich muss gestehen, das habe ich einmal... Ich hatte mal zwei von diesen Schlüsseln. Und ich dachte mir so, okay, nimm es mal mit. Probier es mal ein bisschen aus, so privat. Ohne, dass ich jetzt hier mit irgendjemandem gesprochen habe oder irgendwas aufgenommen habe. Und es hat absolut nicht funktioniert. Ich habe die Luke nicht gefunden. Also ich habe gelesen, dass man... wie war denn das? Man hat 4 Spieler, da braucht man mindestens 3 Generatoren, glaube ich, die schon laufen. Und erst dann spawnt die Luke und erst dann kann man den Schlüssel anscheinend einsetzen. Aber ich habe die Luke nicht gefunden und dann war ich... Nee, da war ich gar nicht tot, sondern wurden in... Stimmt. Da, ich war noch nicht tot, genau. Und alle Generatoren wurden schon gemacht und dann wurde ich aber gefasst und dann habe ich meinen Schlüssel verloren. Ja, ist bitter. Okay, erhöht leicht die Reparatur. Nee, das möchte ich auch nicht. Verringert leicht die Sabotagegeschwindigkeit. Ach komm, wir machen hier. Wir gehen auf alles. Nö, wir nehmen wieder das hier. Nee, Entschuldigung. Erhöht leicht die Sabotagegeschwindigkeit, genau. Das nehmen wir mit. So, und jetzt lese ich mir das mal durch. Nee, das interessiert mich jetzt nicht. Erhöht leicht die Sabotagegeschwindigkeit der Werkzeugkiste. Reparatur will ich nicht. Leicht Sabotage, Reparatur. Erhöht leicht die Chance, einen Fähigkeitscheck für die Sabotage auszulösen. Erhöht leicht die Erfolgschance für die Sabotage beim Fähigkeitscheck. Verringert deutlich die Strafe für einen gescheiterten. Das wäre natürlich interessant. Das nehme ich mal mit. Reparatur interessiert mich nicht. Das auch nicht. Dann würde ich eher nochmal das hier nehmen. Was war das denn hier? Okay. Die sind jetzt hier nicht so stark. Deswegen nehme ich das wunderschöne Ding mit. Wir können auch eine Opfergabe mitnehmen, ne? Warum nicht? Ich bin für Nebel. Ich mag Nebel. Erhöht leicht Machiavelli. Nein, nein. Nein. Definitiv nicht Sumpf. Ich bin kein Sumpf-Fan. Erhöht gleich das Glück aller. Auch nicht interessant. Wo ist denn hier? Nebel war doch so eine Flasche, meine ich. Wo ist denn hier so eine Flasche? Ich kann ja... Wisst ihr was? Nee, warte mal. Wir machen das so. Wir machen eines nach dem anderen. Erhöht Glück. Nee, das interessiert mich auch nicht. Warte mal. Da, das hier, oder? Ja, verdichtet leicht den dunklen Nebelschleier. Perfekt. So, das nehmen wir doch mal mit. Dann sind wir jetzt voll ausgestattet und diese Runde kann nur besser werden. Wobei, ich finde, die erste Runde war noch nicht mal so schlecht. Es ist natürlich unnötig, dass genau da, wo ich hinlaufe, dass es genau noch diesen einen Haken gibt. Oh, das war eklig. Musste nicht sein. Musste nicht sein. So, ich schaue nochmal, ob ich jetzt alles habe. Oh, voll ausgestattet hier. Mensch. Ich bin gespannt, weil jetzt kommt wieder die Aufregung. Oh, herrlich. Okay, sie nimmt auch einen Werkzeugkasten mit. Oder die Werkzeugkiste. Egal. Dann sind wir immerhin zu zweit. Boah, das muss doch jetzt funktionieren. Das wird jetzt funktionieren. Mal gucken. Und ich bin gespannt, wie Meg dann aussehen wird, wenn wir ihr Ansehen steigern, ob sie dann die blutige Kleidung bekommt. Also ich habe gelesen, dass es Abschnitte gibt. Du hast einmal die Oberkleidung, die wird zuerst blutig. Danach kannst du nochmal dein Ansehen steigern, dann wird die Hose blutig, meine ich. Und danach kannst du nochmal, oh, dann sind wir rausgeschmissen worden. Und dann kannst du nochmal dein Ansehen steigern. Und ich meine, dann wird der Kopf blutig, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere. Nee, ich glaube, das war wirklich der Kopf. Ich hoffe, das geht jetzt hier schnell, dass wir hier reinkommen.
Ja, da sind wir schon. Und warten noch auf drei andere, aber das müsste jetzt eigentlich schnell gehen. So, ich habe auch letztens ein bisschen Claudette gespielt. Muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Da nehmt. Ah, hier, da haben wir. Entschuldigung. Oh. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Da hat jemand eine blutige Kleidung. Schon den Oberkörper und die Hose. Beziehungsweise den Unterkörper. Das möchte ich auch gerne haben. Wobei, ich denke mal, man glänzt dann. Also man. Ich glaube, der Killer sieht einen dann besser, oder? Kann das sein? Je nachdem, wie hoch, wie hell es ist. Ob der Mond scheint, also ob der Mond deutlich scheint. Hell scheint. So, jetzt haben wir es. Ich glaube, die Perks lasse ich auch so. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Genau, das mit dem Nebelschleier haben wir. Sabotagegeschwindigkeit wird erhöht. Ja, das, da bin ich gespannt, wie das funktioniert. Ah, oh, ich freue mich auf die Runde. Ah, oh, das wird cool. Ich hoffe, die wird besser als die andere. Ich hoffe wirklich, weil sonst wird es echt bitter, weil ich dann die Werkzeugkiste verliere. Die, ich glaube, die ist noch nicht mal so schlecht. Oh, also das ist ja einer der besten, denke ich mal. Oh, was haben wir denn? Also mein Nebelschleier. Ich glaube, das ist... Nee, das ist kein Glück. Was war denn das? Mehr Blutpunkte? Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Und bitte, Spiel, bitte lass alle vier erscheinen. Das wäre sehr nett. Das würde ich sehr befürworten. Es kann jetzt natürlich auch sein, dass ich jetzt hier alleine darum spiele. Und wenn ich dann alleine alle Haken sabotiere. Ja, das wird blöd. Das wäre jetzt wirklich hart unnötig. Oh, das wäre jetzt echt kacke. Ja, also mein Plan ist es erstmal, oder sollte ich vielleicht erstmal bei den Generatoren anfangen? Ich überlege gerade. Wäre es vielleicht nicht erstmal sinnvoller, bei den Generatoren anzufangen? Also dort die Haken zu sabotieren, die in der Nähe sind, damit die anderen die Generatoren reparieren können und dann nicht aufgehangen werden? Ich weiß es nicht. Oh, oh je. Meine Lieblingsmap. Oh Gott, das wird interessant. Okay. Eieieiei. Hier haben wir schon mal einen Haken. Keine Ahnung, wie das wird. Oh, ich kann hier nirgendwo hin. Oh, natürlich. Das gibt's doch nicht. Was habe ich für ein Scheißglück? Kann mir das mal bitte jemand sagen? Ich habe aber auch ein Glück, dass der Killer so, also echt gerne bei mir in der Nähe spawnt, ne? Oh, bitte rettet mich. Aufpassen, hier ist eine Falle. Oh Gott. Leute, ich glaube, das wird nichts. Klasse. Ah, herrlich. Also ich würde jetzt sofort zu mir rennen. Wenn jetzt jemand schon... ernsthaft jetzt. Das klingt doch jetzt nur logisch. Der hat jemanden auf dem Arm, dann rettet mich. Oh
Oh Gott, das ist ja aber sehr nah. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Ach Mann, Süße. Geh doch mal bitte, lass mich doch. Oh Gott. Wie hat er mich denn jetzt nicht gehört? Okay. Okay. Pech. Pech muss man haben. Egal. Das kann jetzt nur besser werden. So. Jetzt ran hier an die Arbeit. Boah, das ist bitter, dass ich direkt am Anfang geschnappt werde. Ist hier irgendwo noch ein Haken? Das Ding ist, wir müssen jetzt natürlich auch aufpassen, dass hier keine Fallen sind. Boah, ich sehe jetzt hier gerade unglaublich schlecht, weil die Sonne draußen scheint. Fuck. Schaffe ich das? Ah, der kommt nicht zu mir. Ich glaube, hier war doch irgendwo noch eine Falle, oder? Tatsächlich. Hier war wirklich noch eine Falle. So, die haben wir auch. Ich bin gar nicht so schnell mit den Haken. Hatten wir hier nicht noch irgendwo einen Haken? Ich weiß, das ist jetzt hier gerade nicht das beste Spiel, aber ich kenne mich in dieser Map einfach noch nicht so wirklich aus. Scheiße. Wisst ihr was? Da wir jetzt ja quasi schon fast am Ende sind, mache ich jetzt die Haken am Ausgang jeweils. Oh oh. Da ist jemand tot. Wo war denn der andere Ausgang? Wo ist der? Ach, das hier habe ich doch angefangen. Ah, ich sehe nichts wegen dem Licht. Also da hinten war ein Ausgang. Da hinten ist er. Da hinten ist er lang gegangen. Hier ist noch ein Haken. Auch relativ am Anfang. Okay, da hinten läuft er entlang. Oder? Ja, da hinten ist er. Okay, ich müsste hier eigentlich jetzt alle Haken sabotiert haben. So, wo ist der andere Ausgang? Ich könnte jetzt rennen, ich weiß. Ich traue mich aber nicht. Wegen den ganzen Fallen.
Oder ist der andere Ausgang vielleicht auf der linken Seite? Das kann natürlich auch sein. Aber ich finde, der Nebelschleier bringt jetzt hier auch nicht wirklich viel auf dieser Map. Hier haben wir noch einen Haken. Aber der bringt hier auch nicht viel. Wo ist denn der andere Ausgang? Da war der wahrscheinlich wirklich auf der anderen Seite, auf der linken Seite. Also damals jetzt von hier, da wahrscheinlich, da wo ich jetzt hingucke. Jo, genau. Habe ich befürchtet. Oh, fuck! Oh, Mann. Warum rettet er sie denn jetzt nicht, der andere? Was? Nein! Was für ein Dreckskerl! Seht ihr das? Was für ein... Da haut der einfach ab. Oh, ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Boah, ist das mies von dem. Wow. Ich habe irgendwo die Luke gehört. Oh, lol. Wie geil. Okay, ich habe so scheiße gespielt und da kriege ich doch die Luke. Ich fass es nicht. Boah. Vielleicht war das doch ganz gut, dass ich dort die Haken sabotiert habe. Ich habe auch noch so viele, also was heißt viele Punkte? Es geht definitiv besser. Aber dafür, dass ich nur Haken sabotiert habe... Ja, krass. Aber, also hier dieser, der erste Typ hier, das ist ja eklig. Guck mal, ich meine, also ich war, ich sag immer, guck mal. Ich wurde angegriffen, ne? Ich habe ja schon, hab einen Hieb bekommen. Bin dann weggelaufen. Und der andere, der dann einfach entkommen ist, der hätte den anderen, der da noch hing, retten können. Wäre überhaupt kein Problem gewesen. Also das mache ich nicht. Das finde ich so, ich möchte jetzt hier keinen beleidigen, das ist auch nicht gut, aber ich finde das einfach nicht fair. Ich finde, das ist keine gute Spielweise. Nee, würde ich so nicht spielen. Ja, war mal eine etwas andere Runde. Ich würde aber sagen, dass ich das noch nicht nochmal spiele. Ich glaube, man müsste vielleicht zwei mindestens haben, die auch Haken sabotieren. Ich komme einfach nicht hinterher. Also bei der ersten Runde ging es in... Boah, ich bin so aufgeregt, ich kriege keinen deutschen Satz heraus. Ich zitter noch die ganze Zeit, ich weiß nicht warum. Aber bei der ersten Runde ging das eigentlich. Da habe ich ja die Haken ziemlich schnell sabotiert bekommen, aber bei der zweiten Runde, da habe ich es nicht mit der Map, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kriege ich das mit der Map nicht hin, da weiß ich nicht genau, wo was ist, wo welche Haken sind und wo man sich da am besten verstecken kann. Ich glaube, das hat man auch gesehen. Blöd natürlich, dass er direkt am Anfang mich gekriegt hat, der Killer. Pech muss man haben, war jetzt vielleicht nicht so gut, aber es macht Spaß. Es hat doch irgendwo Spaß gemacht, die Haken zu sabotieren und ich glaube, das wäre ziemlich cool gewesen, hätten wir alle Haken sabotiert bekommen. Und der Killer hätte dann keinen mehr irgendwo aufhängen können. Aber dafür wurden die Generatoren viel zu schnell gemacht. Also das ist das, was mir auch schon mal mit dem Schlüssel passiert ist, dass ich versucht habe, den Schlüssel einzusetzen. Die haben so schnell die Generatoren gemacht, dass es nicht funktioniert hat. Also
Das ist ganz komisch. Manchmal hast du so ein Spiel, da sind Spieler drin, die machen anscheinend überhaupt keine Generatoren, da machst du alles selbst. Und manchmal hast du Spieler drin, die so viele Generatoren und so schnell hintereinander die Generatoren machen, dass du keine Chance mehr hast, irgendwie was zu benutzen, wie jetzt zum Beispiel. Oder ich muss auch sagen, vielleicht war es auch einfach zu schlecht von mir, vielleicht hätte ich auch rennen sollen. Habe ich mich aber nicht getraut, weil ich ein bisschen Angst vor dem Fallenleger hatte, wegen den Fallen. Genau, und was mir auch mal aufgefallen ist, also ich bin jetzt hier Rang 12. Und ich spiele doch jetzt auch öfters so mit Leuten, die in meinem gleichen Rang sind. Also 13, 14, 15, 12. Manchmal ist auch ein 9er dabei oder auch ein 1er. Manchmal auch noch ein Level 20er, also Rang 20. Das ist jetzt nicht schlimm, aber ich merke, je höher ich im Level bin, desto besser können die meisten spielen, glaube ich. Ist jetzt so meine Ansicht. Aber es gibt auch viele, die nur auf Punkte also hinaus sind, die andere nicht retten wollen, sondern ganz schnell Generatoren. Und Hauptsache, ich werde nicht geschnappt und kann durch das Ziel laufen, wie jetzt hier gerade Jenny. Die Jenny wurde, ist ja gestorben. Der erste Typ, der am meisten Punkte hatte, ich weiß gar nicht mehr, wie der da hieß. Und dass sie Hauptsache Punkte wollen und Level up haben, also bekommen möchten, das heißt einen Rang aufsteigen möchten und dafür aber nichts tun, also am anderen Menschen nicht helfen. Und das ist mir vor allem in diesem einen Spiel aufgefallen, was ich am Anfang von der Runde erzählt hatte, von diesem Let's Play, dass ich da auch jemanden hatte, der einfach vor der Luke gewartet hat. Und das finde ich echt krass. Das finde ich nicht in Ordnung. Aber wer bin ich schon, der sowas erzählt? Ich glaube, das ist den anderen sowieso egal. Es geht ja hier um Spaß. Also egal, ich wurde zwar am Anfang geschnappt und in der ersten Runde bin ich gestorben, aber trotzdem hat es mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Bitte entschuldigt, wenn ich jetzt so ein bisschen aufgeregt bin, aber das war einfach jetzt mal was Neues und das mit den Haken habe ich noch nicht gemacht, weil die Haken bringen ja einen auch irgendwo nicht weiter. Ich meine damit, dass man nicht dazu beiträgt, dass die Tore schnell geöffnet werden können. Ich wollte es mal ausprobieren. Vielleicht probiere ich es irgendwann nochmal aus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und wenn ihr mögt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!